So, wir schauen nochmal zum Raus. Nein. Ich höre die Stimme nicht. Jetzt, wie sieht es jetzt aus? Hörst du mich? Ja, sehr gut. Ich muss die mal ganz leicht, weil das rauscht, wenn ich mache irgendeinen kleinen Lachs. Ich merke nämlich, dann geht meine Stimme, wenn die abreißt, ist immer nur, weil sich was hochschwingt. Wir schauen uns das einfach mal mit der imaginären Zeit. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn man das begreift. Wir machen mal so ein kleines Video hier. Ich lasse das einmal laufen. Wir nutzen die Relativitätstheorie. Hast du den Ton? Ja. Gut. Theorie, um zeitliche Abläufe im Universum zu erklären. Doch an einem bestimmten Zeitpunkt scheitert sie. Die Mathematik der Relativitätstheorie funktioniert an jedem noch so kurzen Moment nach dem Urknall. Aber der Urknall selbst ist eine sogenannte Singularität. Also pass auf, das ist jetzt schon das Interessante. Diese Strecke da unten nennt man Zeit. Mhm. Und jetzt ist es, wenn du, das ist jetzt wie wenn ich sage, ich habe eine Zeile mit Worte und jedes dieser Strichchen ist ein Wort. Wenn ich jetzt das anschaue, ist es gleichzeitig da. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, jetzt spreche ich das Wort aus, jetzt spreche ich das, aber ich kann immer jedes Wort nur jetzt aussprechen und es ist gleichzeitig da. Und das, diese Zeit, die Ewigkeit, ist letztendlich ein unendlicher Komplex von jetzt, die gleichzeitig da sind. Wir denken uns das bloß, wie ich das sage, das ist ein Zeitfenster. Okay? Ja. Ja. Und jetzt ist das erste Problem, wo man meint, dass in der Vergangenheit das ganze Zeug in dem Urknall, bevor er geknallt hat, drin war. Darum nennt man diesen Punkt eine Singularität, das heißt, das ist die absolute Einheit. Mhm. Beachte das Wort absolut. Mhm. Das hier, was ich mir jetzt ausdenke, denke ich mir auch jetzt. Mhm. Das ist letztes Mal nur eine Vorstellung. Alles, was du siehst, sind immer Vorstellungen von dir, die du dir ausdenkst und die denkst du dir jetzt aus. Hör nochmal zu. Für den Punkt der Entstehung des Universums liefert die Relativitätstheorie keine Ergebnisse. Und das ist der Grund dafür, dass der Urknall selbst ein solches Rätsel ist. Stephen Hawkings Lebensaufgabe war es, den Urknall, den Grund für alles, zu untersuchen. Bis er seine jahrzehntelange Arbeit und den Urknall selbst in Frage stellte, durch seine Idee der imaginären Zeit. In der Mathematik lässt es sich mit imaginären Zahlen rechnen. Mit den uns bekannten reellen Zahlen kann man... Da haben wir jetzt eigentlich schon das große Problem, dieses imaginäre Wurzel minus 1 gibt es nicht. Mhm. Wichtig ist das Plus Minus. Ich sage immer wieder, dieser Wurzelbegriff, den ich schon in dem Buch in der Ohrenbarung die Mutation darstelle, das große Geheimnis ist, dass die Wurzel letztendlich immer ein Plus-Minus-Ergebnis hat, das sich auflöst, das ist nichts. Und es gibt, von Minus 1 gibt es keine Wurzel. Mhm. Weil das wäre die Zahl, die mit sich selber mal genommen Minus 1 ergibt und das funktioniert eben nicht, weil Minus mal Minus Plus ist. Mhm. Und das teilt man jetzt in eine andere Achse. Aber was jetzt interessant ist dabei, das klingt viel komplizierter, wie es ist. Wir schauen uns erst einmal das Wort Imagination an. Schau, wenn wir uns das machen, das heißt jetzt imaginär, heißt nur in der Vorstellung, in der Einbildung, nicht wirklich vorhanden. Mhm. Das heißt, es ist Zeit. Im Hebräischen haben wir ja unser Ed, das heißt einmal, als Zeit. Mhm. Das ist so dieses Klassische, ich betone immer wieder, es gibt mehrere Wörter, aber dieses Ed, das ist das klassische Wort für das, was man im Normalen im Hebräischen Zeit nennt. Mhm. Da ist jetzt schon die Zeit, wird zu einem Zeitpunkt. Mhm. Das wird aber auch jetzt genannt. Oder nun, da haben wir jetzt zwei aufgespannte Existenzen, das ist unsere Welle. Mhm. Okay? Ja. Und ich sage immer wieder, wenn du das blau lesen, wenn du das klassisch machst, das ist eine augenblickliche Erscheinung. Mhm. Das ist Zeit. Und jede augenblickliche Erscheinung ist das, was du jetzt siehst und jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den nächsten Gedanken. Mhm. Interessant bei dem Wort imaginär ist natürlich auch, dass man hier jetzt erst einmal diesen El Hayom, Gott das Meer, hat, das ist jetzt rot geschrieben. Dieses göttliche Immerseiende ist der schöpferische Geist. Ich könnte auch sagen, ist mein schöpferischer Geist. Und dann taucht jetzt hier ein Narr auf. Ja. Dieses NR alleine ist ein flackerndes Licht, wenn ich das NR mache. Das ist die Katze. Mhm. Eigentlich Katze, wichtig ist, das bezieht sich eine Lampe, eine Leuchte, aber das gilt als ein flackerndes Licht.
KRS heißt wieder, das ist wie die Erde und das ist das erweckte Wissen. KRS ist ja wie die Erde. RS, Ares geschrieben, also mit einem Elef Alef. Und ERD wiederum erwecktes Wissen. Und jetzt flackert der Lauf. Du bist dabei, Inge? Ja, bin dabei. Ist ganz easy. Das ist einmal die imaginäre Zeit. Wir können jetzt zur Runde in der Etymologie. Das heißt, nur in der Einbildung bestehen. Ja. Das ist imaginär. Das heißt, Stephen Hawking hat die imaginäre Zeit entdeckt. Oh, was für ein Wunder. Das ist also eine Sache, aber du wirst merken, die verstreuen trotzdem ihre Gedanken. Man lässt nicht ums Verrecken holen los. Das ist die Quelle von Leid. Ich sage immer, erstes, zweites Gebot. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Lass mal weiterlaufen. Man keine Wurzel aus einem negativen Wert ziehen. Mit einer imaginären Zahl lässt sich das Problem hingegen umgehen. Bedient man sich bei der Zeitmessung dieser Zahlen, erhält man die imaginäre Zeit. Und untersucht man das Universum... Interessant. Diese Achse nennt man die reelle Zeit. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft. Und die imaginäre Zeit ist, wenn man das in die Transversale dreht. Erinnere dich an den letzten Leinfeld-Vortrag, wo ich sage, wir denken uns das dann mal die Zeit. Alles, was sich abspielt, spielt sich in diesem Punkt ab hier. Ja. In der Mitte. Ja. Okay? Ich denke mir, was ich mir in die Vergangenheit denke, befindet sich letztendlich hier. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das heißt, wenn ich mir jetzt an Urknall als Anfang der Zeit denke, okay, auf die linke Seite, befindet er sich hier, weil ich denke mir ja hier bloß hin und wenn ich mir Zukunft denke, denke ich mir das nach rechts. Aber das, was ich denke, ist hier in diesem Zentrum, in diesem Achsenkreuz. Und jetzt sage ich, jetzt drehen wir diese waagerechte Achse, drehen wir jetzt um 90 Grad und machen die imaginäre Zeit raus. Dann denke ich immer noch alles in der Mitte, aber jetzt rechne ich was hoch. Wenn ich an die Zukunft denke, ist mir klar, wenn ich jetzt an nächstes Jahr denke, dass ich jetzt an nächstes Jahr denke. Und wenn ich mich in die Vergangenheit erinnere, gehe ich in meinen Speicher zurück, nach unten, in den Speicher und ich schaue, was sind da noch für Daten da. Die denke ich, aber die muss ich auch holen in dieses Jetzt, in dieses Achsenkreuz. Drum ist diese imaginäre Zeit, ist immer jetzt. Okay, lass mal weiterlaufen. Das ist schon das, was ich gesagt habe. Jetzt haben wir aber ein Problem, wir dünner dieses Jetzt immer noch nach oben, nach unten verstreuen. Also Vergangenheit und Zukunft haben wir begriffen, die können wir wegstreichen. Und dann sage ich, müssen wir das nochmal um 90 Grad drehen und dann haben wir praktisch jetzt in die Tiefe des Bildschirms die Achse, das wäre unser Spiegeltunnel. Wenn ich mich dann nochmal drüber drehe, dann sehe ich, wenn ich schaue, dass die Achse auch in einem Punkt zusammenfällt. Das sind diese drei Drehungen. Ja. Nach dieser imaginären Raumzeit verhält es sich grundlegend anders. Doch zunächst ein kleiner Einschub. Etwas, das unendlich ist, hat keine Grenzen. Naheliegend ist, dass weil das Universum in Richtung Vergangenheit von seiner Zeit her endlich ist, es auch eine Grenze geben muss. Den Urknall. Doch es... Das ist jetzt das große Problem. Schau, wenn ich da ganz kurz nochmal zurückgehe. Und ich schaue mir das Ding hier nochmal an. Einschub. Etwas, das unendlich ist. Ja, jetzt macht man hier dieses Unendlichkeitszeichen. Jetzt haben wir hier wieder in der Mitte des Kreuzes alles, was du denkst, denkst du hier in der Mitte. Du denkst dir was in die Vergangenheit und sobald du es nochmal denkst, kehrt es wieder in den Mittelpunkt zurück. Genau. Ja. Du denkst dir was in die Zukunft, nach rechts und sobald du das nicht mehr denkst, fällt es wieder in den Mittelpunkt rein. Das bedeutet das Zeichen. Und jetzt ist die Schwierigkeit, dass man das nicht akzeptiert. Da meint es ist ja irgendwas, die Grenze, die du hast, das ist die große Schwierigkeit, dass ich immer sage, von was Unendlichen fällt es immer das Unendliche nichts und das Unendliche alles, diese zwei Grenzen, wenn ich mir das auseinanderdenke, fällt immer in den Punkt zusammen, der letztendlich dann die Mitte von allem ist. Grenzen. Naheliegend ist, dass weil das Universum in Richtung Vergangenheit von seiner Zeit her endlich ist. Das Wort Grenze beginnt schon mit GR. Wenn wir das GR machen, heißt es das dann mal fremd. Das ist das dann mal fremd. Es erscheint dir fremd. Es ist ja dann immer noch ein Fremder. Du denkst dich mehr oder weniger in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder Menschen in die Vergangenheit. Und das sind alles Fremde. Darum heißt es auch hier, die in der Fremde übernachten. Das ist so an einem fremden Ort verweilen. Wir verweilen nicht im ewigen Hier und Jetzt, alle Menschen, die du um dich herum räumlich oder zeitlich dir ausdenkst. Es auch eine Grenze geben muss, den Urknall. Doch es ist möglich, dass... Das ist eben das Problem, dieser Urknall,
der mir hier aus der Mitte heraus nach links denken. Mhm. Und das heute, dass wir uns nach rechts denken, dass wir jetzt setzen, das heute ist die Mitte. Mhm. Etwas endlich ist, aber keine Grenzen besitzt, wenn es in sich selbst abgeschlossen ist. Eine Kreisbahn ist nicht unendlich und doch grenzenlos oder die Oberfläche einer Kugel. Und so kann man sich auch die imaginäre Raumzeit vorstellen. Das ist eigentlich hier schon immer wieder, dass man definitiv sagt, von der Kreisbahn ist jeder Punkt auf der Kreisbahn ist der Mittelpunkt. Mhm. Das ist jetzt, wenn ich jetzt mir wieder diese Linie denke, rechts die Urknall, links die Ewigkeit, und ich verbinde jetzt diese beiden Extreme, dann muss ich einen Kreis bilden. Mhm. Und dann stelle ich aber fest, dass jeder Punkt auf dem Kreis der Mittelpunkt ist von dem Kreis. Mhm. Bei der Kugel ist dasselbe, da bin ich oft drauf eingegangen, jeder Punkt auf einer Kugeloberfläche ist der Mittelpunkt der Kugel. Denk an meinen Luftballon mit die Punkte drauf, wenn wir den aufblasen und wieder zusammen machen, wie sich das verhält. Vorstellen. Wie die Kreisbahn in ihrer eindimensionalen Struktur, die Oberfläche einer Kugel in ihrer zweidimensionalen Struktur, ist die imaginäre Raumzeit geschlossen, aber in ihrer vierdimensionalen Struktur, die für uns schwer vorzustellen ist. Mit der imaginären Raumzeit dehnt sich das Universum aus, bis es seinen Größen... Das ist jetzt alles schon ausgedacht. Wohin dehnt sich das aus? Egal, wo ich mir was hindenke, räumlich oder zeitlich, ich denke es hier und jetzt, Punkt. Mhm, im Kopf, ja. Da gibt es nichts zu diskutieren. Dieses Geschwätz jetzt sich vorzustellen, ob du dir den Urknall jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, du bist selber der Urknall. Ich sage immer, als Geist, als ewiger Geist, bist du letztendlich der Urknall, bevor er geknallt hat. Und wenn du zum Träumen anfängst, knallt der Urknall und dann dehnt sich um dich herum Raum und Zeit aus, aber es ist immer bloß das da, was du jetzt denkst. Ja. Größten Zustand erreicht hat und schrumpft anschließend wieder zusammen. Das ist das, was ich gerade in der Lemniscate in diesen Unendlichkeitszeichen gezeigt habe. Ich denke mir das wohin, eine Gedankenwelt taucht auf und wenn es wieder kehrt, es wieder zurück in mir, sobald ich mir das nächste denke. Das gilt für eine räumliche Vorstellung und eine zeitliche Vorstellung. Es ist abgeschlossen in sich selbst. Es ist endlich, es aber... Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Es ist ab mit dem B. In sich selbst. Es kommt alles aus dem tiefsten Innern, du verstreust es um dich herum, es fällt wieder rein und das ist das, in dem Dual, diese Gedanken, wenn die entspringen immer aus dir und du schaust momentan immer nur eine Seite an. Mhm. Das ist wie mit dem Kopf, wenn du dir einen Kopf ausdenkst, du kannst nach vorne schauen oder nach hinten schauen, nach oben schauen oder nach unten schauen. Es ist, das ist hundertprozentig sicher und du wirst, wie ich immer sage, bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das checkst. Das hast du nämlich in dem Leben zu lernen. Betrachtet man den Zustand, an dem das Universum zusammengeschrumpft ist, in reellwertiger Zeit, sieht es nach einer Singularität und einem Urknall aus, während es in der imaginären Zeit keine Grenze und somit auch keinen Urknall gibt. Ständig wird nach Erkenntnissen zum Auslöser für den Urknall gesucht, weil es vorher kein Universum, keinen Raum und kein... Das Problem ist, du suchst immer für alles, was jetzt in dir austaucht, die Ursache in der Vergangenheit, ob das dein Wissen ist, das du in dir trägst, das habe ich in der Schule gelernt, von dir selbst, ich wurde von meiner Mutter in der Vergangenheit geboren. Nein, es wird jetzt geboren und du denkst dir das einfach dahin. Du bist deine eigene Ursache. Das ist alt, da kannst du lesen, was du willst. Schau mal das einmal ganz kurz auf. Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissen des Tages kommen wird. In diesem einen Konzept. Wir nutzen die Zeit, um uns zu organisieren und um uns zu verständigen. Wir brauchen sie zum Planen und zur Orientierung. Für die allermeisten von uns gehört Zeit zum Leben dazu. Wie ja, das ist jetzt auch so, der Zeiger bewegt sich, da bewegt sich nichts. Du schaust auf einen Monitor. Das sind Lämpchen, die sind vollkommen statisch. Und jetzt, ich betone nochmal, alles, was jetzt hier an Videos jetzt bewusst ausgedacht reingestellt wird von Studenten, von jungen Leuten, die rezitieren ihr Programm. Wenn du dich an einen Computer hinsetzt und du gibst da Daten ein, dann lernst du dieser Maschine nichts. Du kannst einem Gedanken von dir nichts beibringen. Und die Professoren, die sind doch auch einmal Schüler gewesen. Das Gefängnis, wie ich das nenne, wo jeder eingesperrt ist, der nicht selber denkt, der keine eigene Meinung hat. Du lebst in der Vorstellungswelt deiner Erzieher und deiner Lehrer. Du lebst in dem Geschmack deiner Vorbilder. Ob du dir jetzt Tattoos machen lässt, ob du dir zerrissene Jeans anziehst, es ist nicht deine Meinung. Du äffst schlichtweg als Affe alles nach. Bis du irgendwann einmal begreifst, was ist die Wirklichkeit? Was ist jetzt wirklich da? Und das kannst du sofort überprüfen.
Aber du wirst jetzt feststellen, dass das, was da ist, blau geschrieben, diese geöffnete Stellung, sich von Moment zu Moment ständig verändert. Du hast einen extremen Einfluss drauf durch deine Interesse. Der Herzschlag. Man kann sich die Zeit einfach gar nicht wegdenken. Aber wenn man mal so richtig hinguckt... Ich weiß, dass die Zeit, hebräisch et, auch eine augenblickliche Erscheinung ist. Du kannst dir das nicht wegdenken, weil die ändert sich von Augenblick zu Augenblick, diese Erscheinung. Bleibt eine Frage offen. Was ist Zeit überhaupt? Albert Einstein beantwortete diese Frage vor vielen Jahren mal mit einem Witz. Er sagte, Zeit ist das, was eine Uhr misst. Tja, da hat uns der Scherzbold etwas reingelegt. Oder vielleicht doch nicht? Was ist eigentlich eine Uhr? Ausgedacht. Pass auf. Eine aufgespannte, wahrgenommene Berechnung. Ja. Das ist UHR. Eine aufgespannte, wahrgenommene Berechnung. Und das ist jetzt der Wellenberg, den du aufwirfst. BRG heißt wieder in einem erweckten Geist. Das sind die ganzen Worte selber, wenn man das macht, wenn ich das irgendwann einmal wirklich begreife, dass die Energie, Energia, Wikipedia, das sind lauter solche Wörter, wo ich hier definitiv, wenn man einfach mal mit Holofeeling die Worte genauer anschaut. Immer die Etymologie ist wichtiger wie alles andere. Schau, geht auf das Energia zurück. Interessant, lebendige Wirklichkeit, Wirksamkeit. All das, was ihr jetzt hier, das sind Umschreibungen. N heißt inmitten, Agia heißt inneres Wirken. Die innere Wirkung. Wirken. Können wir das alles wieder schön hebraisieren. Und das ist halt das Spiel für Holofeeling. Lebe mit dem, was ist, und begreife, dass du die Ursache bist für das, was du dir ausdenkst. Ja. Ich sage, was das Denken anbelangt, sollte man gar nicht drüber diskutieren. Und die sinnlichen Wahrnehmungen, wenn du die vier Stufen der Vergessenheit, wo ich immer wieder sage, vergisst, deine sinnlichen Wahrnehmungen sind genauso Informationen wie Gedanken. Die kommen aus dir und fallen wieder in dich rein mit dem nächsten Gedanken. Jeder Augenblick, den du anschaust, den Blickwinkel, wenn ich es jetzt so mache, den du veränderst, das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn du eine VR-Brille aufhast, das sind jetzt statisch wie der Monitor, da bewegt sich kein Finger, da ist kein Mensch. Du musst dir bewusst machen, was ist. Und du wirst merken, wie hartnäckig die Welt deine Interpretationen ist. Du bist hundertprozentig ewig, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Du bist ohne Anfang. Wo kommst du her? Wo kommt der her, der sich das alles ausdenkt, wenn du dich einmal gelöst hast, dass du dich nicht mehr mit irgendeinem Gedanken von dir verwechselst? Du hast keinen. Du hast kein Ende, weil du ich bist. Das ist eine Erkenntnis und deswegen steckt man dann immer noch die Hartnäckigkeit, das bin ich. Das ganze Leben immer, man wird in einem gewissen Maß, das kann man jetzt positiv und negativ sehen, du wirst abgelenkt, ständig abgelenkt. Aber das ist eine ganz präzise Steuerung, wo ich sage, dein Traum, der momentane Traum, den du erlebst, ist maßgeschneidert, dass du das, was ich dir jetzt als Brösel Udo erkläre, dass du das lernst, dass du das begreifst. Du hast vor nichts und niemandem Angst zu haben. Schon gar nicht vor irgendeiner Zukunft. Beobachte dich, beobachte dein Programm. Du wirst feststellen, über wissel Bibifaxe du dich noch aufregst und Angst hast. Also kannst du das doch noch gar nicht verstanden lassen, obwohl du das eventuell schon so und so oft wiederholt hast, wenn du dich mit Holofeeling beschäftigst. Das ist ein relativ ernüchternder Zustand, wenn man sich eingestehen muss. Ich weiß es doch schon. Ich sage, du hast das Begriff aber noch nicht installiert. Wie kann ich das installieren? Durch Loslassen. Ja. Das Loslassen, was verändern zu wollen. Weil ich begreife, es verändert sich laufend. Aber dadurch, dass ich mich ständig einmische, weil es sich nicht so verändert, wie ich das mit meiner Logik haben will, hänge ich in meiner Logik fest. Dann nützt es nichts, wenn man Eckhart Tolle und solche Videos anhört. Du musst die mit Holofeeling zerlegen. Da ist das alles richtig, aber es muss dann auch gelebt werden. Du musst erst einmal dein Leben leben, aber dann musst du anfangen, Holofeeling zu leben. Du musst vollkommen apathisch werden. Und ob du bist der Erste, der es mitkriegt. Ja. Interessant wird der Zustand, dass du dann, wenn du die ersten Schritte in diesen Zustand, wenn das wach wird, dass du nach wie vor feststellst, dass der Brösel, dessen Rolle du spielst, trotzdem noch reagiert. Aber du kommst jetzt in den Doppelschritt, dass du das nicht mehr bewertest.
So ist das es. heißt, jetzt verwandelt sich das blinde Arschloch, das ständig noch reagiert, zwanghaft reagiert, zu dem, der dieses blinde Arschloch beobachtet. Wenn wir uns jetzt das ausdenken, sage ich, das bin ich in einem bewussten Zustand und ich beobachte mich, wie ich auf die Sachen als Brösel reagiere. Das ist ja dieses Spiel immer noch, das rote Ich mit seinem blauen Ich. Und jetzt erhebe ich mich und jetzt werde ich wirklich zu dem JCH. Und der werde nicht mehr, der schaut bloß noch. Wie dann wissen, schmunzelt. Und jetzt fängst du an, über deine eigenen Dummheiten und über deine eigenen Dogmen zu lachen. Dieses Lachen trägt dich über alle Abgründe hinweg in eine neue Welt. Das ist die höhere Ebene. Und jetzt wird es auch interessant, dann Charaktere zu... Man will nichts verändern. Weißt du, das ist diese Beispiele, die sind für viele irgendwie zu einfach, zu logisch, dass sie wahr sein könnte. Nicht mehr so ironisch, wenn dann hier auf der Brösel-Ebene welche zum Udo sagen, so einfach kann man sich das ja nicht machen. Ich sage dann immer eine Frage, wer bestimmt jetzt das, dass man sich's nicht einfach machen kann? Man kann doch nicht alles lieben, hat einmal einer zu mir gesagt. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? Frag dich einmal, warum? Was ist die Ursache, dass du nicht alles lieben kannst? Und du solltest dir keine Gedanken machen über die anderen. Weil was sind die anderen? Nur Worte. Ja. Und dann doch wieder, merkst du, weil jetzt sind wir wieder in dieser Kategorie 2, wie ich das nenne, sobald du diese Erkenntnis kriegst, bist du ja schon wieder einseitig. Das, was du willst, dass man dir tut, du auch den anderen. Das heißt, die wirklich reife Erziehung ist immer wieder, wenn man von Kindern geliebt werden will, darum sind diese Beispiele so wichtig. Wenn man geliebt werden will, erziehst du Zivilversorger. Wenn du die liebst, musst du auch Nein sagen können, dann ersparst du deinen Kindern sehr, sehr viel. Ja, also. Dann musst du in Kauf nehmen, dass die hier, diese alte Autoritätspersonen, wo man gewissen Respekt, das ist auch so eine Sache mit dem Respekt, das ist das hebräische Wort, ist eigentlich, das wird in der Bibel sehr oft mit Fürchten übersetzt. Verschiedene Wörter im Hebräischen für Furcht, ich will jetzt da nicht wieder drauf eingehen, ich weise nur darauf hin, dass sehr oft eine hebräische Radix mit Fürchten übersetzt wird, die eigentlich Ehrfurcht heißt. Ja. Und eine Ehrfurcht, ich nenne das gerne Respekt, eine Ehrfurcht in einem gewissen Maß hat nichts mit Angst zu tun, wie dem Fürchten, dass ich vor irgendwas Angst habe, das sich sowieso vollkommen auflöst. Dass ich sage, wenn du verstanden hast, was du bist, und ich erkläre dir, was du bist, worüber solltest du Angst haben? Von einem Gedanken, den du dir selber denkst, den du erschaffst, der schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und darum ist ja diese Hartnäckigkeit, solange man einseitige Ziele anstrebt. Du musst es wieder. Und wenn du das einmal eine gewisse Grundreife hast und du schaust dir dann solche Videos wieder an, dann merkst du, dass die zwar alle das Richtige reden, aber immer wieder das, was sie reden, sofort ins Negative kehren, weil sie es dann doch nicht leben. Und das, was die Prediger predigen, aber mach dir bewusst, was sie nicht checken selber. Das ewig hier und jetzt. Und ständig Welt verbessern wollen und einseitig sein. So weit weg von diesen Liebe deine Feinde. Setze für Feind alles, was du nicht willst, was dir böse oder schlecht erscheint. Alles, was dich nicht interessiert, mit dem du nichts zu tun haben willst. Das sind deine Feinde. Das sind genau die Puzzlestücke, die du für deinen eigenen Heiligungsprozess benötigst. Gedanklich. Das allumfassende Denken. Ich habe im letzten Selbstgespräch gesagt, mach dir diese anderen Meinungen und Sichtweisen zu eigen. Weil das sind ja auch Figuren, die du spielen musst. Teile von mir, ja. Das reißt du dich ständig selber in Stücke. Du musst der Erste sein, der das versteht, du musst ich werden. Darum sage ich immer wieder, dieses Ich, dieses rote Ich, ich komme dir jetzt zu Hilfe als Brüssel oder in deinem Traum. Indem ich dir dein eigenes Wissen mitteile. Als Figur in deinem Traum kann ich dir nur das erzählen, was von dir geträumt wird. Aber der träumende Geist ist halt noch ein unbewusster Zustand in einer Führerscheinprüfungsprobe. Wenn du deine Interessen veränderst, verändert sich das Umfeld von dir. In dem Moment, wo du nochmal auf den Golfplatz gehst, lösen sich die Menschen auf dem Golfplatz auf. Indem du magisch hingezogen wirst auf dem Golfplatz, umgibst du dich mit den Menschen. Sag mir, mit wem du bist und ich sag dir, wer du bist. Und du wirst immer dieses Geschwätz und diese Perspektiven von diesen Menschen hören. Egal, ob du dich in welcher christlichen oder in welcher muslimischen
Gruppe du dich bewegst, in welchem Umfeld du dich bewegst, ob du auf Esoterikmessen gehst, ob du auf Automessen gehst, auf Computermessen gehst. Du hast immer ein gewisses Umfeld und mit diesen Bildern, mit diesen Vorstellungen wirst du konfrontiert. Du wirst da nicht rauskommen, wenn du dich nicht selber gedanklich rausbewegst. Irgendwann musst du sagen, das ist jetzt durch, ich will den Scheiß nicht mehr wiederholen, ich interessiere mich jetzt mal für vollkommen was vollkommen Neues. Mhm. Aber da ist halt der Witz, da brauchst du die Inspiration, weil dein Programm wird dich da nie hinführen. Mhm. Das ist die erste Programmänderung, die du in dir selber machst. Mhm. Mach doch einmal das Leben von der Inge, diese vielen Sachen, die du durch hast, Inge. Ja. Astrologie, die Phase, Alchemie, die Phase, immer im Hintergrund diese Neugier auf die Mystik. Aber auch das sind alles begrenzte Sachen. Du definierst, ob einer weiß, Detlefs, ob die wissen oder ob die nicht wissen. Navrocki, ob die wissen oder nicht wissen. Du wirst feststellen, dass die auch alle einseitig sind. Es ist auch sie rezitieren nur angelesenes Wissen und wollen dann möglichst viel Geld damit. Ja. Das ist das Hauptproblem, diesen Gott Geld. Geldgott, den man anbietet, weil man meint, das ist es über. Im tiefsten Innern sind alle tiefgläubig materialistisch, die noch in Vergangenheit denken, sich Dinge in die Vergangenheit denken, Gedanken denken, die sie vom Hören sagen können und glauben, diese Gedanken, die waren schon da, bevor sie gedacht wurden. Mhm. In dem Satz steckt alles drin. Mhm. Ich muss ganz kurz aufmachen, bin gleich wieder da. Ja, okay. Bin mal gespannt, wenn man mal hier sich in einer Tiefe auseinandersetzen, was aber wirklich zurzeit wirklich am Rande läuft, ob das Videos sind. Man kann das selber machen, ich bin noch immer in dir drin. Ja. Pass einfach auf, egal was du anschaust, schau, was jetzt ist, wie du interpretierst. Wichtig, leg den Fokus auf deine Interpretation. Du bist auf einem guten Weg, wenn du jetzt irgendwann einmal erkennst, dass das nur Rezitiermaschinen sind. Mhm. Das gilt dann und du verwirklichst es, du verwirklichst es. Du verwirklichst, ob die Medikamente funktionieren oder nicht funktionieren. Mhm. Du verwirklichst dieses oder jenes. Alles, sogar die Physik, die Naturgesetze werden von dir verwirklicht. Du verwirklichst Handys, obwohl du keine Ahnung davon hast, aber die funktionieren ja. Das ist eben, man rechtfertigt es immer, weil ich sehe es doch. Jetzt gehe ich wieder in das erste Selbstgespräch, ich bin du Quadrat. Das ist zwar noch vollkommen schwarz-weiß. Ich sage, der unbewusste Geist sagt, ich glaube das ja nur, weil das so ist. Ich sehe das ja. Ich habe früher mal das Beispiel gebracht, wenn ich mache so einen Rechtfertiger des Materialismus, wenn ich jetzt einen Backstein in die Hand nehme und ich schmeiße den gegen eine Fensterscheibe, dann macht das Klirr und die geht kaputt. Mhm. Das ist ein Naturgesetz, denke ich mir. Und ich glaube das, weil das so ist. Und mir drehen jetzt das um und ich sage, es ist in deinem Traum, soweit du das glaubst. Mhm. Es ist alles so, was du erlebst, weil du es glaubst. Der Glaube verwirklicht. G-L-A-U-B. Im Beschwörungskurs. Mhm. Das ist einmal die eine Seite der Beschwörung. Nicht das Wunschbeschwören der Magie. Das meinen wir nicht. Das ist ja immer ein Nicht-Einverstanden-Sein mit etwas. Aber selbst das funktioniert, wenn man es glaubt. Grandnerwasser. Homöopathie. Das ist nur Glaube. Schlichtweg und einfach nur Glaube. Ein Milliardengeschäft, das nur Glauben aufbaut. Das heißt, du brauchst da gar nichts kaufen, du könntest es von vornherein glauben. Nimm einen Würfelzucker und redet dir den Rest, redest du dir ein. Ja. Es ist, du sollst dein Programm durchschauen. Mhm. Wie dein Körper funktioniert, wie dein Körper aufgebaut ist. Da nützt es nichts, wenn ich jetzt permanent sage, wenn du was denkst, egal an was du denkst, es entsteht in dem Moment, wie du es denkst. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie funktioniert das Ding, das ich mir ausdenke, es wird genauso funktionieren, wie du dir das denkst, aber das ist nicht dein Wissen und deine Meinung. Mhm. Ursprünglich ist nicht dein Wissen, dass du ein bestimmter Gedanke dieser Trockennasen auf dem Körper bist und dass in deinem Kopf ein Gehirn drin ist. Der Erste, der sich da Gedanken drüber macht, der könnte das gar nicht entdecken. Jetzt können wir wieder sagen, ja, ich kann ja Leiche aufschneiden, dann sehe ich das ja. Mhm.
Aber die Leiche ist ja schon wieder was Ausgedachtes, wo du sagst, ich bin dasselbe. Du hängst dich in einen ständigen Zirkelschluss auf. Der Dreh- und Angelpunkt ist Zirr. Vorderspruch ist ein Computerprogramm. Du lebst jetzt in deiner Logik, wo du aufpassen kannst, in ein Computerprogramm. Im Anfang war nicht die Welt da außen, die man simuliert, sondern im Anfang entsteht ein Programm. Und das Programm genau genommen ist eigentlich bloß eine ganz präzise göttliche Arithmetik. Du wirst immer nur mit Divisionen konfrontiert. Mit Divisionen von dir selber. Ich nenne das Puzzlestücke. Ja. Und die breitest du aus. Das sind ausgebreitete Schatten, das sind Vorstellungen, das ist Ausgedachtes. Achte einfach auf meine Worte. Wenn ich dir was erzähle. Und du musst es verstehen. Du. Und jetzt ist natürlich immer wieder so drin, dieser Zweifel, man will, dass das andere auch wissen. Aber die anderen bist auch du. Ja. Das heißt, du willst eigentlich eine Bestätigung immer von dir selber haben. Die kriegst du doch jetzt. Aber der Einzige, der dir das wirklich bestätigen kann, den nimmst du nicht für voll. Das ist dein eigenes rotes Ich. Weil das noch so manipuliert ist von diesen unterschiedlichen blauen Ichs, die sich zu widersprechen scheinen, die aber genau die Puzzlestücke sind, die du dir zu eigen machen musst, dass du wieder begreifst, dass du das heilige Ganze bist. Zumindest wenn du Ich bist. Du bist Ich. Ob du das glaubst oder nicht. Für dich selber wirst du dich als das erleben, was du immer noch zu sein glaubst. Ja. Okay. Gut, Udo. Das war jetzt sehr, sehr lehrreich. Nichts Neues. Es ist, du wiederholt sich, wenn sich das in dir wiederholt, das ist ja das Nächste, wenn du jetzt glaubst, du hast ja die Freiheit, dir die Videos nochmal anzuschauen. Du sagst, die habe ich jetzt genug gehört. Ja. Du hast die Freiheit. Aber wenn dort der eigentliche Geist in dir wach wird, den ich versuche zu erwecken, wirst du feststellen, das sind die einzigen Videos, die dich auf den rechten Weg führen. Den Weg musst du alleine gehen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Es ist jetzt keine Gruppe und keine Sekte mehr. Ich kann mir zwar viele andere ausdenken, die sich dafür auch beschäftigen, die müssen aber auch den Weg allein gehen. Ja, ist klar. Das ist was Intimes. Ja, in time. Okay, Inge. Gut, danke, Udo. Bedanken wir uns bei dem Brösel, der uns jetzt ausgedacht hat. Danke. Das wird es uns ja nicht geben. Ciao. Ciao, Udo.